Leute, ein abartiges Hallo zum neuesten Vlog. Mit meinem Weihnachtsgeschenk dabei geht's jetzt am ersten Weihnachtsfeiertag nach Bad Mergentheim in mein altes Kinderzimmer. Viel Spaß! Ja, ja. While you judging, we can't hear you. I'm too high, you're in my rearview. Keep on talking, we gon' get through. Cause what's life without some issue? I'm more than fly, I'm a pretty calm guy. I hear these people judging and I don't know why. Is it cause I can spit it on a level you can't get with? Or maybe cause I stay up in your business getting digits? Which is it, man? I ain't really trying to get it twisted. I'm just living life, trying to do some things different. I started as a fuck up, was failing in class. Now I'm trying to get my bucks up, preparing to... Der Weihnachtsspaziergang. Hallo aus meinem alten Kinderzimmer. Dies hier ist ein Saugbläser. Es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur blasen kann. Die sogenannte Staubhexe, die wirklich einen künstlichen Wirbelsturm erzeugt, um das hier mal wieder in Betrieb zu nehmen. Das war's, man kennt's kaum wieder, es sieht wieder sehr viel frischer aus. Uralte Technik der Marke Unkaputtbar, geil. Hier rollt mein Weihnachtsgeschenk auf die Drehscheibe. Ist das nicht ein Traum, dieses Diorama, wie das wirkt? Braucht man da unbedingt so viel Detaillierung? Ich finde, das reicht. Qualität. Unverwüstlich. Geil. Mein Weihnachtsgeschenk fährt echt gut. Ja, Leute, das ist für mich Weihnachten mit Alt-Märklin. Und wer sich gefragt hat, wie diese Vollmondstimmung zustande kommt, eine einfache Schwarzlichtglühlampe macht sie möglich. Wie beim Theater, simpel, jedoch effektvoll. It's a couple mixtapes deep, but me cannot sleep. While you trying to count sheep, I'm gone till next week on a train. Cause these rappers, they all lame. I'm just trying to chase my dreams, while you trying to chase the fame. Dame, I used to ball for my home team. Now I ball on stage, making tour cream. It sure seems that I'm living out your dreams. But you can make it too, that's a sure thing. Hi Leute, jetzt am zweiten Weihnachtstag bin ich auf dem Weg nach Lauda. Keep on talking, we gon' get through. Cause what's life without some issues? Why are you judging? We can't hear you. I'm too high, you're in my rearview. All these self-conscious rappers bragging about themselves. Hey yo, I try to stay away, but sometimes I can't help. Cause my mind is spinning, trying to get it so we win it. And also got the thought of graduating in a minute in the back of my mind. Take it back to the time where cats would just kick it with drums. Snare clapping a rhyme. See, I'm the truth. Always spitting matter fact with my lines. Give your change to the homeless. Stop talking about dimes. I'm influenced by the most significant flow. Like the
Mississippi smoke till I'm ignorant. And I don't give a shit about you bastards. I'ma pass on your raps like I took two classes. I blow right past you, wishing on eyelashes. God, please let me keep going, don't take me backwards. Spoke to the captain, he gon' make it happen. We gon' make it to the top, bitch, just pass. Why you judging? We can't hear you. I'm too high, you're in my rearview. Keep on talking, we gon' get through. Cause what's life without some ease? Jo Leute, dieses Thema gehört leider auch zum Leben dazu, aber je eher man es als dessen Teil akzeptiert, desto besser. Das schöner geworden ist, das möchte ich jetzt mal bezweifeln. Hier ist schön modern, aber alles vergittert. Der neue Zugang zum Bahnhof Lauda, nur noch durch die Unterführung. Der Hausbahnsteig ist komplett vergittert. Ist jetzt auch das allererste Mal, dass ich hier durchgehe. Alter, ganz schön großzügig. Und da hinten mit Illusionsmalerei. Ja, man meint, da ging es irgendwie noch weiter. Gleis 1, ach, gehen wir mal nach da. Da ist dann hier ist der Aufzug und da geht's hoch. Also gut. Einerseits geil, andererseits seelenlos irgendwie. Sonntagsruhe im Bahnhof Lauda. Das hier ersetzt die warme Wartehalle. Aus und vorbei. Der alte Glanz klassischer Eisenbahnzeit ist hier unwiederbringlich verloren.
Jo Leute, so ist es also zu Ende gegangen. Eigentlich wie erwartet. Ich habe gesehen, dass ich da vor einer Woche irgendwie ein paar Leute so ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert haben. Und ja, ich bin trotzdem überrascht gewesen, wie viel diese Lok doch einigen wenigen wert war. Und ich habe schon eigentlich keine Chance mehr gesehen, dass das noch jemand überbietet. Die Lok ist mehr als fürstlich bezahlt worden. Und damit ist meine Arbeit extrem wertgeschätzt. Also ich bin ganz zufrieden damit. Nicht ganz so begeistert war ich vom Verhalten der Community in den sozialen Netzwerken Facebook und Twitter. Also hier sieht man 1948 erreichte Personen. Letztlich hab's nur ich in den Gruppen geteilt und auf meinem Privatprofil ein paar wenige wirklich liebe Freunde, die da mithelfen. Das ist, finde ich, doch ein leichtes Armutszeugnis, weil Teilen kostet nichts und es ist immerhin eine Möglichkeit, an der Sache doch ein bisschen unterstützend mitzuwirken und die Bitte zu ignorieren, das zu teilen. Leute, das finde ich schon etwas schwach, weil wenn jeder das aufs Privatprofil übernommen hätte, dann wäre sicherlich noch mehr möglich gewesen und vielleicht hätte man den einen oder anderen erreicht, den man jetzt über die speziellen Modellbahngruppen nicht erreicht. Inzwischen habe ich jetzt doch einen heißen Tipp bekommen. Da rufen wir jetzt mal an. Hallo, weißt du, wer da ist? Ja, so sieht's aus. Es freut mich, dass ich die Empfehlung bekommen habe. Ich wollte jetzt einfach mal wissen, was ist denn das für ein Junge da, oder? Das ist bei Köln, gell? Kinderwünsche erfüllen auf Facebook. Das ist ja aber auch geil. Wünsche erfüllen, einfach so mal prophylaktisch irgendwelche Wünsche bereithalten. Wahnsinn. Also ich, Hut ab. Natürlich, das ist ja meine Intuition eben auch. Immer was selbst machen, nicht so dich hängen lassen. Und ich sag mal, selbst wenn du Phasen hast, wo die eigenen Ideen jetzt ein bisschen am Boden liegen, es geht immer irgendwo weiter. Aber eigentlich nicht, die Ideen liegen nicht am Boden, aber die Entwicklung manchmal, ja, dass eben das Geld fehlt, das umzusetzen. Und du hast zwar die Visionen, aber du findest nicht die richtigen Leute, um die eben umsetzen zu können, die dich entsprechend unterstützen. Und das ist das Problem in der Sache. Ja gut, freut mich natürlich, wenn du die Vlogs kennst und anschaust ab und an. Dazu müsste ich dann einfach sozusagen, ich habe sogar hier noch einen Freifahrschein, nach Köln fahren mit der Bahn am besten und die Sache dann entsprechend, ja, abwickeln und mit der Kamera eben alle dabei sein lassen. Wäre geil. Bereite einen Wunschzettel von ihm einfach mal vor mit all diesen Wünschen und das wäre toll. Ja, mit knapp 250 Abonnenten, da kannst du auf YouTube natürlich noch nicht viel ausrichten. Ja, wäre natürlich geil, wir könnten da irgendwie in Köln da von den großen YouTubern irgendwelche mit rankriegen. Das wäre richtig geil für so eine Aktion. Vor allem auch für deine Facebook-Seite. Dann machen wir das einfach so, dass du mir mal einen Link schickst zu deiner Wunschseite da und wir einfach jetzt mal über Facebook in Kontakt bleiben. Und du bereitest den Wunschzettel vor von dem Jungen da. Ja, und dann kriegen wir das irgendwie hin, denke ich mal. Vielleicht finde ich auch noch ein paar spontane Spender, das wäre richtig geil. Ja. Einer hat ja, das fand ich super, der Stefan heißt er, der hat mich gefragt, kann ich da eigentlich auch noch spenden und das aufstocken? Und da hat er mir jetzt 50 Euro dazu überwiesen noch. Er wollte eben einfach was Gutes tun und das, also das hat mich richtig geflasht. Also Marco, ich habe echt ein gutes Feeling, dass das mit uns da was wird mit der Aktion. Das finde ich jetzt richtig gut, also absolute Sympathie vom ersten Moment an. Finde ich klasse. Ja, danke. Ich denke, der Schlüssel überhaupt in der modernen Welt liegt darin, immer mehr Kontakte zu knüpfen. Und dann kann man auch Gutes tun und dann sind wir auch unabhängig von irgendwelchen Konzernen oder irgendwelchen Politikern. Dann können wir im Prinzip frei agieren und direkt wirken und das finde ich geil. Ein Netzwerk, das Gutes tut. Ja, mein Ding, mein Ding. Also ich habe jetzt auch während des Telefonats so hier und da ein bisschen mitgefilmt hier, damit ich vielleicht im neuen Video so ein paar so kleine Ausschnitte zeigen kann, aber dich hört man leider nicht. Ich habe hier keine Freisprechanlage, beziehungsweise ist die kaputt, sonst kannst du mich nicht mehr verstehen. Ja? Ein Busunternehmen, diese Sammelmodelle, genau, ja. Für den Jungen jetzt speziell, nur Busse. Der Junge, der sammelt nicht nur Eisenbahnen, der sammelt Busse, also keine LKWs, sondern Busse, sagst du, ja.
die 1 zu 87. Das sage ich doch gleich mal über YouTube. Wenn irgendjemand von euch Busse hat in 1 zu 87, diese Sammelbusse von irgendwelchen Unternehmen oder Firmen, dann schickt sie doch einfach an die hier eingeblendete Adresse. Okay, Marco. Genau, und das machen wir dann und nebenbei drehen wir dann einen Vlog. Hol die Drehgenehmigungen schon mal ein. Sicher ist sicher, genau. Bis dahin, wir bleiben in Kontakt. Herzlichen Dank. Jo, hau rein. Jo, ciao. So Leute, das war jetzt wirklich jemand, den ich gesucht habe. Perfekt. Marco heißt er, ist bei Köln. Und da gucken wir mal, dass wir diesen Jungen, den er da an der Hand hat, glücklich machen. Geil. Und der liebt Eisenbahnen und Busse. Also wenn ihr irgendwelche Busse noch übrig habt oder ihr irgendwelche Busunternehmen in eurer Nachbarschaft habt, die irgendwelche kleinen Werbemodelle im Maßstab 1 zu 87 spenden können, dann schickt sie an die hier eingeblendete Adresse. Herzlichen Dank. Und jetzt geht's noch ein bisschen mit dem Board raus. Die Sonne ist so schön. Hat. Das macht mich richtig glücklich. Glaubt ihr das? Super, ey. Jo Leute, das ist mal wieder gewesen. Ich hoffe, dass jeder noch zu dem Bewusstsein kommt, auf dieser Welt was verändern zu können, wenn man nur daran glaubt. Jeder, noch so kleine Mensch, kann das tun. Guckt, ich bin auch nur ein ganz kleiner Kunstmichi. Und habe jetzt eine ganz kleine Sache gemacht. Ich freue mich, wenn es was wird und ich hoffe drauf. In diesem Sinne wünsche ich euch allen für den Jahreswechsel alles, alles Gute, vor allem Gesundheit. Einen guten Beschluss, kommt gut rüber. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.